Hallo und willkommen zum Portal 2 Singleplayer Workshop. Heute wieder in der Fumbly Bumbly Edition. Und wenn man denkt, man hat sie so langsam abgeschlossen, da passt man mal ein paar Wochen nicht auf und dann kommen gleich wieder die neuen Karten rein. Unglaublich. Nach dem doch schwierigen Enfractious in der letzten Fumbly-Folge machen wir mal ein Reset und jetzt geht's mit den neuen Karten wieder mit Easy los und steigert sich wieder langsam. Und wenn ihr euch wundert, da unten ist doch immer noch Enfractious drin in der Liste. Das ist dann wieder eine Remix-Version. Da gibt's ja auch einige in ihrem Workshop. Da kommen wir dann später hin, aber wahrscheinlich nicht in der heutigen Folge. Es geht los mit Loose Cargo. Das kann ich mir gerade noch übersetzen. Das müsste lose Fracht bedeuten. Mal sehen, ob sich das auch inhaltlich anwenden lässt. Gladys kommt zu mir. So. Loose Cargo. Was war mit der Tür los? Dunkel auf einmal. Okay. Aha. Was soll denn das Podest hier? wie komme ich hier überhaupt raus? Achso, ich kann hier durchschießen. Ich dachte, es wäre eine Autoportal-Map. Kann ja gar nicht sein. Ich habe ja die doppelte Portal-Gun. Also die ganze ganz normale. Ja, und da dünnt es sich auch schon aus. Ich kann da unten rauskommen und in meinen Tod springen. Oder da oben rauskommen und auf der Kante landen. Insofern würde ich sagen, Bastio gibt nur eine Möglichkeit. Die umgekehrte Frage ist, wie komme ich denn hier wieder rein? Wenn der Würfel dann gekommen sein sollte. Achso, ich fahre hier hin und schieße dann wieder dadurch. Okay. Alles klar. Also erstmal gibt es nur den Weg hier raus. Boah, ist das wieder weit in der Entfernung. Okay, und den Würfel kriege ich, wenn ich da oben... Hoffentlich ist da eine weiße Fläche. Von da oben den Laserempfänger treffe. Okay, dann traue ich mich mal hier raus. Hopp. Kann ich den hier holen? Da geht's ja schon wieder los. Okay. Dann latsche ich mal hier rum und ich bin mal gespannt, was hier für ein Kniff kommt. Also der Würfel muss da... Achso, das ist ja irgendwie kontraproduktiv. Hier muss was drauf liegen, damit ich da überhaupt wieder hinfahren kann. Gibt es noch einen Würfel? Da käme ich unten raus und könnte dann mal... Es wird ja immer fieser. Wie treffe ich denn diesen Empfänger? Hallo? Ja, wie denn bloß? Wie denn bloß? Achso, von da. Okay. Alles klar. Dann gehe ich natürlich mal so. Upsa. Moment. So, und wenn ich jetzt... Ja, okay. Da treffe, dann habe ich den jetzt einmal geholt. Aber... Hier fährt ja auch noch was. Nee, hier fährt gar nichts. Doch, da. Ach, der fährt hier. Ah, jetzt verstehe ich das ungefähr. Das wird aber fies. Das wird aber fies. Ich gehe erstmal wieder zurück. Gehe ich zurück? Ich gehe da zurück. Oh! Hier komme ich noch nicht rüber. Da muss ich gar nicht drüber nachdenken. Da unten ist ja auch noch was. Also ich denke ehrlich gesagt gerade über eine Möglichkeit nach Schwung zu holen, um von da unten hochzuschwingen, wenn die Plattform zurückfährt, aber so richtig geil ist es auch nicht. Hier kann man noch Portale setzen. Da komme ich noch gar nicht runter. Fisiko. Yeah. Was würde ich denn da wollen? Ich sehe das alles noch nicht. Also erstmal fahre ich Plattform. Und dann könnte ich ja eigentlich da wieder rauskommen, wenn sie zurückfährt. Und dann gehe ich hier über die Schräge, ne? Hier unten. Wäre vielleicht der einfachste Weg. So, jetzt ist sie da hinten geparkt. Jetzt fährt sie natürlich zurück. Und dann sehe ich sie gleich hier ankommen. So. Aber dann, Moment, dann hocke ich ja da oben. Achso, dann kann ich runter. Nein! Verdammt. Ach, man sollte es vorher zu Ende denken. Ah, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? So. Ui. Na gut, nochmal neu, was man nicht im Kopf hat. Jetzt verstehe ich das auch. Dann
schieße ich von da oben, wo sie jetzt ist, schieße ich da rein und dann gehe ich da runter und dann kann ich da so hoch und dann habe ich den Würfel. Okay. Und was will ich dann? Wie will ich da am Ende hin? Ist doch die große Frage. Warum ist diese Konstruktion da so komisch? Und warum ist da hinten eine weiße Fläche? Ist ja nur auch nicht so, dass ich, wenn ich da rauskomme, darüber springen kann. Das würde ich dann verstehen, dass ich aus dem Grund dann hier den Würfel habe. Aber mal gucken, wo das alles hinführt. Es ist ein bisschen fies, hier aus so einer, oh Gott, Schräge rauszukommen, aber es wird schon klappen, hoffentlich. Ja, genau. Nicht hat's geklappt. Shit. Gibt's eine bessere Möglichkeit? Oh. Ja. Nochmal! Juhu! Noch nichts erreicht bisher, ne? Ist hier noch was anderes? Nee. Ich muss doch in die Schräge rein. Kann ja auch nur da treffen. Der bringt mir ja nichts. Ja, ich würde sagen, das ist ein bisschen fummelig. Und ich würde auch sagen, dass ich mir das jetzt gleich mal abspeichere. Auch wenn es jetzt hier nur eine Minute gedauert hat, aber trotzdem. Besser ist besser. Dann musst du wenigstens nicht alles neu machen. Okay. Ja, es geht. Das hätte man vielleicht optimieren können. Ich will nicht unbedingt aus so einer Schräge rauskommen, aber was soll's. So. Ich habe gerade eine Befürchtung. Ich habe den Würfel noch nicht. Nein. Ach, Mann. Ich bin ja gestorben. Ah, jetzt habe ich ihn. So. Da hilft einem auch der Spielstand nichts. Und hopp. Es kann doch nur damit zu tun haben, dass der Würfel dann hier liegt. Was hilft mir die Plattform da hinten? Dann kann ich durch die Fläche da hin, aber es ist doch kein Sprung, den ich schaffen kann. Oder? Ich speichere nochmal. Jetzt habe ich ja den Würfel. Ja, okay, geht. Wenn man sich nicht zu blöd anstellt. Irgendwie da reinspringen und damit Schwung rauskommen, das muss es doch eigentlich sein am Ende. Und nicht aus Versehen nochmal den Laser treffen. So, jetzt vor allen Dingen muss der Würfel ja noch irgendwie. Wie soll denn der da rüber? Ist ja auch noch so eine Sache. Ach, da ist auch gar nicht weiß auf der Seite. Sehr nett. Da werde ich dann eh weggeschoben. Ja, schade. Was machen wir denn jetzt mit dem Würfel? Jetzt muss der da unten hin. Warte mal, ich habe den gerade von da. War das sinnvoll? Ich hätte ihn runterbringen. Ach Mann. Das ist wieder so eine Kammer, wo man alles mal erst hinter begreift. Ich probiere mal Folgendes. Das ist aber auch riskant. Ah. Mist, ich wollte ihn zur Seite schmeißen irgendwie. Was hatte ich für einen Spielstand? Die Tippkammer dauert sehr viel länger, als sie müsste. Der Würfel ist oben, okay. Oh, kurz Luft angehalten. Und piu. Ja, Moment mal, ich kann ja. Ach nee,
Jetzt habe ich doch wieder da. Wie oft soll ich denn hier noch rumgehen? Ist es sinnvoll, den jetzt hier unten hinzulegen? Auch nicht, weil hier... Oder? Ich müsste eine Verbindung von da hier rein haben. Das gibt's doch gar nicht. Die habe ich jetzt ja gerade nicht mehr. Naja, das muss man alles in Einzelschritt machen. Ich glaube, der bleibt jetzt hier unten. Und ich gehe hier gleich nochmal runter. Und zwar, indem ich da rauskomme. Von da. Und dann hier unten die Verbindung dahin. Und dann liegt der da unten. Dann muss ich ihn da wieder hochschaffen. Oder es... Oh Mann. Oder soll ich da mit Schwung wieder hoch? War der einzige Schwung, der möglich wäre. Ach so ein Scheiß. Okay, ich gehe jetzt da raus. Wir sehen uns wieder, mein Freund. Wir sehen uns. Dann bin ich hier unten, dann soll ich den hier bestimmt auch nicht hochwerfen, abgesehen davon, dass ich das kaum kann. So, was heißt denn das? Ich will den Würfel... Aus irgendeinem Grund will ich ihn ja hier raufbekommen. Ja, weil ich da mit Schwung und da... Das muss schon die Lösung sein. Das nächste Problem... Ach doch, ich sehe es schon. Das hat noch was mit einer Würfelopferung zu tun. Gut, das Problem wird, ihn hier hochzubekommen. Achso. Ich ahne ja was, oder? Ahne ich was? Was los, Digga, ahn mal, dass ich hier stehe... Nee. Doch. Oh, er muss dahin. Oh Mann. Das hat's richtig in sich. Die Kammer. Da musste diverse Male den Weg hier rumgehen. Das wird mich noch einen Moment beschäftigen. Achso. Und ich werde es nochmal abspeichern. Dieser Sprung hier, der ist nämlich so eine Sache. Als Sprung, was heißt Sprung? Der Durchtritt. Weiß ich nicht. Wenn das einmal schief geht, ärgerst du dich sehr, weil... Oh, fast falsch gemacht. Ich wollte ja da runter. So, jetzt kommen wir da raus. Aber da soll er nicht liegen. Also erstmal nicht. Er soll... Wenn ich das richtig verstanden habe... Achso, das geht ja auch nicht. Soll ich... Ich dachte, er soll hier liegen, aber... ja auch scheiße. Ich wollte ihn hier liegen haben und dann da raufblumsen lassen, wenn ich die Plattform da habe. Aber wie schaffe ich es, dass er jetzt hier liegt? Weil ich sehe Folgendes. Der liegt hier auf der Plattform, wird runtergeschoben, wenn sie da lang fährt, und dann schwingt er hier raus und kann damit Schwung hoch. Das ist die Idee dahinter, würde ich sagen. Ganz klar. Aber dafür müsste er erstmal auf der Plattform liegen, und das kann er, wenn sie da hinten ist und ich ihn raufplumpsen lasse. Und dafür brauche ich eine Bodenfläche. Und das wäre die. Aber jetzt muss ich selber hier weg, aber andererseits muss ich ihn hier auch platziert haben. Wie betrachte ich denn das? Das geht ja irgendwie schlecht. Ich kann ihn da nicht an die... Also ich könnte es versuchen, aber... An die Schräge legen. Auch so eine Sache. Überall, wo ich bin und ihn hinlegen will, brauche ich selber das Portal, um erstmal wegzukommen. Ach Mann. Das ist gerade echt die Gemeinheit daran, sage mal. Ansonsten wüsste ich, was ich mache. Da oben ist ja ein Grill. Das könnte auch noch mit einem Nullportal zu tun haben, dass er dann irgendwo liegt. Aber wie lege ich ihn jetzt irgendwo hin? Vor allem, wenn ich jetzt abhaue, dann liegt er hier erstmal nicht gut. Wenn die Plattform... Ich kann ihn nicht auf der Seite hinlegen. Wenn die Plattform von da kommt, dann rutscht er hier runter. Bringt auch nichts. Das ist für mich zum Reinkommen. Oder raufkommen. Wenn er da unten noch gewesen wäre,
Wäre auch nichts wert. Ja, da sind wir wieder bei dem Problem. Sehr wenig Flächen, aus denen man was machen kann. Das gibt's doch gar nicht. Wie soll ich den irgendwo bereitlegen? So, daraus kann er. Darf er auch nicht mit viel Schwung raus. Ich kann ihn nicht selber dahin legen. Ich muss ja auf dem Knopf stehen, damit die Plattform überhaupt da ist. Ich kann den hier nicht liegen lassen, dann kriege ich ihn da nicht weg. So. Soll ich doch mit ihm irgendwo schwingen? Nee. Nee, das ist nicht gut. Ich will ihn hier nicht hochwerfen. Das ist einfach, das kann nicht die Lösung sein. Nur mal, um zu gucken, wie schwer das überhaupt ist. Also, es ist, ich würde es irgendwie hinkriegen, aber es ist nicht schön. Es ist garantiert nicht gewollt. Um auf Nummer sicher zu gehen, könnte man das höher setzen. Stehe ich da jetzt so auf dem Schlauch? Ich muss doch mit Portalen zurück. Kann ihn deswegen da nicht platzieren. Das ist doch der Mist da dran. Er kann nicht da drauf liegen. Da konnte ich jetzt schlecht raus. Da konnte ich jetzt schlecht raus. Da oben hätte ich noch rausgekonnt. Oder muss ich eigentlich raus? Kann ihn jetzt hier auch noch... noch nicht platzieren. Er kullert da direkt durch. Es ist auch alles nicht sauber. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ob ich das einmal... Ah, okay. Es hat einen Magneten drin. Also es geht auch gar nicht. Ach so, ich soll dann hier runter... Ist es so? Nee, so kann es auch nicht gewollt sein, dass ich die Plattform zurückfahre und dann runtergehe und den schnell hier reinmache. Dann fährt sie nämlich schon weg. Das muss wirklich remote passieren, während ich da oben drauf bin. Das kann doch gar nicht wahr sein. Das kann doch gar nicht wahr sein. Was ist denn das? Was sehen wir denn hier nicht? Also, wenn ich... Also der Gedanke war, da kommt er raus und hier liegt er. Und da liegt er gerne auf diesem Portal erstmal. Aber wie? Da fällt er, damit kann man auch nichts machen. Obwohl das sehr verdächtig ist, dass das diese Fläche ist. Aber ich habe ja keine Gele oder irgendwas. Also aus der Plattform kann ich nichts machen. Sage ich mal. Da unten war genauso Mist. Wie gesagt, alles, was eine Bodenfläche hat, da entferne ich mich auch nur mit dem Portal. Also muss ich erstmal eins hinterlassen. Und der kann da nicht liegen. Geht da eigentlich was? Wäre wohl zu einfach, ne? Tja, ich weiß nicht. Ich... Muss ich ihn... Nee. Hier nochmal was? Wenn ich jetzt da nochmal rausgehe. Könnte ich ihn mitnehmen, dann hätte ich ihn hier liegen. Bringt mir aber sehr wenig, ne? Dann kann ich... Das ist alles kompliziert. Dann könnte ich drüber nachdenken, ob ich da... Wenn er hier liegt... Ob ich da ein Portal mache, was ihn da rausdrückt, ist ja total riskant. Das kann ja gar nicht gehen, oder? Den irgendwie seitlich in so ein Portal reinmachen? Ist doch totaler Mist. Das kann es doch überhaupt nicht sein. Und wenn er da rausguckt, kurzes Portal wegnehmen. Das ist aber schon ganz schön eklig, muss ich sagen. Das ist schon ganz schön eklig. Also, das ist jetzt so eine Idee, die kommt mir sehr krumm vor. Aber eine bessere habe ich gerade noch nicht.
Und ich kann mir kaum vorstellen, dass das funktioniert, weil das Portal ist auch nicht ganz unten und dann liegt er da irgendwie komisch. Und ich muss im richtigen Moment, nämlich wenn er da unten rausguckt, muss ich schnell das Portal wegnehmen und so. Abgesehen davon... Naja doch, der Rest passt. Der Rest passt irgendwie. Ja, es ist alles nicht schön. Alles nicht schön. Probiere es jetzt mit Würfel. Kann gar nichts sehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. So, jetzt liegt der hier. Und ich gehe... Ist eigentlich erstmal völlig egal. Ich gehe jetzt erstmal wieder da raus. So, hier findet auch sonst nichts statt. Wie mühsam das sein kann, den Würfel hier hochzubekommen, ne? So, tja. Schön finde ich es ja nicht. Und vielleicht klappt es auch gar nicht. So, wenn der da unten rausgeguckt hat, nehme ich blau weg. Und zwar nach da hinten. Oh Gott, ist das ekelhaft. Das wird nicht funktionieren. Dankeschön. Wäre der Beweis auch erbracht. Verdammt. Ja, und da platscht er runter. Dann nehmen wir nochmal einen Spielstand, wo wir ihn noch haben. Ja, hätte mir auch nicht gefallen. Aber trotzdem, was soll man denn da noch machen? Ich sag nochmal, das ist easy, ne? Easy. Was man noch machen könnte, wäre... Ach du Scheiße. Ihn schwingen lassen halt, ne? Ja, okay, jetzt sehe ich es. Die beiden Flächen sind zum Schwingen lassen da. Was heißt das? Was machen wir jetzt? Komme ich hier noch gescheit raus? und wo nehme ich den Würfel jetzt hin mit? Oh Gott, ich hatte ihn doch schon da unten. Ich glaube, ich lasse ihn genau hier, weil dann habe ich Zugriff auf die Fläche, oder? Boah, ist das mühsam! Ist das mühsam! Ah. So, jetzt gehe ich wieder hoch. Wie war das jetzt? Jetzt gehe ich wieder da rein. Dann gehe ich runter und habe noch hier das orangene Portal und kann ihn mir erstmal holen. Das erfordert so viele Züge. Die Frage ist allerdings auch, klappt das überhaupt? Oh Mann. Nochmal speichern. So, jetzt habe ich die Verbindung. Wobei, jetzt könnte ich ihn ja auch mitnehmen. Haha, ich komme nochmal neu. Verdammt. Über 20 Minuten. Was ist hier los? So, ich kann ihn ja so weit mitnehmen, dass... Ah genau, ich muss nämlich jetzt das Portal da schießen. So. Oh, das ist ja wohl... So, also jetzt schwingt er hier. Und dann muss das da oben weg. Sprich, oh Gott. Wenn er da oben rausguckt, so. Dann muss er liegen bleiben auch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, jetzt hier raus. Den Rest dürften wir doch hinbekommen. So, jetzt haben wir das Nullportal. Ist auch, wäre jetzt auch gar nicht so wichtig. Schade eigentlich, dass mit dem Nullportal nicht direkt gearbeitet wird. Ja. So müsste das jetzt klappen. Boah, ist das fies. So, jetzt ist er da drauf. Das untere Portal habe ich. Wenn der jetzt da weggeschoben wird, an der Stelle, dann lasse ich ihn hier rauskommen. Das ist eine schöne Lösung, aber da erstmal hinkommen. Ich hoffe, der fällt sauber durch. Oh nein, nein!
Das ist nicht wahr. Ich muss ihn ja auch noch abfangen. Ach, ich weiß nicht. Irgendwie ein bisschen besser könnte die schon laufen. Die Kammer. Ein fantastischer Start in eine neue Bambi-Folge. Oh Mann. So. Oh, da liegt er. Und ich kann gleich wieder speichern, sonst ist mir das echt zu blöd. Ja, manchmal haben es die leichten Kammern irgendwie in sich. Man friemelt da eine Weile rum. Wiederholt viele Sachen und so. So, auf da. Abspeichern. Und komm zu mir. Oh. Was für eine Gemeinheit. Ha. So, jetzt haben wir das endlich. Jetzt ist doch die nächste Frage, aber die habe ich eigentlich schon beantwortet. Da ahne ich schon, wie das geht. Ja, klar. Jetzt kommt die Würfelopferung. So. Also, jetzt warte ich auf die Plattform. So, vorsichtig rauf. Wenn ich jetzt den Laser hole und der da rausgeschossen wird, löst sich der Würfel auf und ich fahre wieder los. Dann brauche ich die Fläche da unten und die. Also werden jetzt insgesamt 3 Portale geschossen, würde ich sagen. Also, einmal den hier. Da will ich raus, da gehe ich rein. Jetzt mache ich eigentlich das gleiche wie der Würfel. Ah! Oh, Mama mia! Also ich fand das ein oder andere hier nicht optimal, dass man jetzt so oft im Kreis rum muss, ist ein bisschen ermüdend. Und wenn man dann noch einen Denkfehler hatte, dann läuft man noch 3-mal mehr rum. Und dass man den Würfel fangen muss und das erst nicht weiß, okay, ich erkenne es als Kniff an, aber ich habe es irgendwie nicht geahnt, weil es echt hoch genug aussah und so. Insofern wollen wir nicht päpstlicher sein als der Papst, kriegt den Daumen. Und ich hoffe, ich bin jetzt wieder drin im Thema und kann noch was in die Folge rein tun. Das war jetzt fast eine halbe Stunde. Oh Mann. Das muss doch nicht sein. So, wie hieß es jetzt? Interpolate. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Der Ausgang ist wieder offen. Oh, oh. Ich gucke mir das so an. Ja, aber ich komme natürlich nicht hin. Aber hier kann ich dann erstmal durchschießen. Okay. Das sieht ja fast aus wie eine Sprungkammer. Aber nur fast. Da sind auch andere Elemente. Da kann ich rauskommen. Da sollte ich lieber nicht rauskommen. Also machen wir es doch so. Das ist nur zum Wegkommen, oder? Das ist nicht, um später irgendwas zu machen. Muss man mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich es mich traue. Der Würfel geht dann den gleichen Weg. Oh. Was? Wie? War da oben? Ich mach's mal so. Das ist ja süß. Nee, ich dachte erst, ich kann da stehen. Da ist noch was. Okay. Guck ich mir mal an. Ja, das ist wirklich süß. Das ist nur, um irgendwie hier was zu treffen. Nee. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Achso, hier. Da kommt der Laser. Okay, da hole ich den Laser. Kann ich aber auch von hier treffen. Der Laser wird da irgendwie aktiviert. Alles sehr tödlich. Hier kann man noch aus dem Boden raus. Da gibt es den Strahl. Oh Mann. Hier geht's wieder hoch. Hallo. Hier wäre was mit Schwung angesagt. Hilfe, komme ich überhaupt wieder zurück? Och nö. Also, es ist ein Knopf. Ja, wenn der Würfel da drauf ist,
würde er gleichzeitig einen Laser machen und den Transportstrahl hier. Ich frage mich jetzt gerade ein bisschen, wie ich zu... Okay, da komme ich zurück. Jetzt kann ich... Ehrlich gesagt mit Schwung, denn vorher hatte ich noch keinen Schwung, hoffentlich diese Lücke da überwinden. Ja, okay, war möglich. Den Würfel, wo war es denn? Holte ich doch. Oh, kann man das schon nicht mehr sehen hier. Tja. Nice, und jetzt? Da hole ich ihn, okay. Da hole ich ihn mit Laser. So, das heißt, ich steige jetzt auf den Knopf hier, mache da den Laser, der wird geholt, holt den Würfel und der Würfel fliegt mir darüber. Oder tut er das nicht? Weil ich kann auch dann schnell umschießen. Wenn der auf der Höhe fliegt, wahrscheinlich. Und dann hole ich ihn gleich mit dem Strahl. Dann hätte ich ihn nämlich hier. Dann kann ich mich wahrscheinlich... will dann da irgendwie hoch. Moment, muss man nochmal hingucken. Ja, dann kann ich mich mit dem Strahl da hoch... Nee, geht ja gar nicht. Warte mal, war ich da schon? Achso, das ist nichts. Da hat gerade überlegt, wie ich mich mit dem Strahl hochdrücke und dann... Oder ist der Winkel so, dass ich da zum Ziel komme? Das wäre natürlich easy. Also ich denke, ich hole mir den Würfel hierher. Sprich, wenn ich jetzt aufs Knöpfchen gehe, rufe ich ihn und dann mache ich diesen und diesen, bevor er mir hier vorbeizischt. Ich ziehe ihn offensichtlich zur Quelle, aber das ist gar nicht so schlecht, weil da kann er jetzt gerne wieder rauskommen. Oh! So, jetzt sehe ich aber noch ein anderes... Sehe ich ein Problem? Eigentlich nicht. Ziehe mich jetzt da hinten raus. Oder? Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte... Der zieht, der Strahl. Das ist das Ungünstige daran. Ach so. Oh, warte. Ja, ich sehe es schon wieder. Das ist ja die nächste Würfelopferung, die hier kommt. Ach, du Scheiße. Geht das überhaupt? Nee. Den... Moment. Hä? Ich muss was vorbereiten. Ich muss... Och nö. Ach scheiße, nein. Oh nein. Och nö. Ja, obwohl. Moment. Jetzt darf ich nichts Falsches machen. Den Laser holt man da hinten. Das ist gerade nicht der Fall. Ich muss nochmal da rausgehen. Ach, jetzt sieht man das schon mal mit dem Strahl. Genau. Also es würde nicht passen. Es würde mit Schwung gehen, aber nicht mit dem Strahl, abgesehen davon, dass er ja zieht. So, ich würde sagen, ich muss nochmal hier hin. Jetzt kann ich auch über den... Oh, hilft mir das überhaupt was? Verdammt. Über den Strahl hinaus. Damn. Also ich muss dieses Portal wieder haben. Das war jetzt so mein Gedanke. Geht das jetzt schon wieder alles nicht? Jetzt könnte ich mich da hochziehen, dann hätte ich aber nur das Portal. Und das treffe ich nicht von da aus. Ich hätte es vorbereiten müssen einfach. Wobei kann ich ja gar nicht. Ich kam da mit dem Strahl an. Ich gehe erstmal wieder da hoch. Ja, so geht das, genau. Ich muss die ganze Zeit echt aufpassen, dass ich nicht aus Versehen wieder den Würfel rufe. Also jetzt gehe ich... Jetzt nehme ich erstmal das blaue Portal da weg. So. Mit Orange hier hoch. Und dann kann ich ja kurz hier rüber. So kriegt man nämlich diese Verbindung hin. Das ist es. So. So, und jetzt... Wollen wir gerade überlegen... Wenn ich jetzt das... Ja, das geht nämlich alles in einem Zug. Nee, nicht so ganz. Wenn ich jetzt das orangene Portal... Also da hole ich jetzt gleichzeitig den
Nee, stimmt gar nicht. Ich hole den Laserstrahl und ich schieße den Fraktorstrahl, der hier oben seine Quelle hat, über mir, den schieße ich da raus. Und wenn ich jetzt Orange dahin setze, dann schieße ich den Laser ins Ziel, der Würfel löst sich auf, der Traktorstrahl wird weg sein. Und dann wiederum muss Blau unter mich. Also Orange dahin, ich speichere einmal vorher. Orange dahin, Blau unter mich. Ah! Ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ich muss den Würfel fangen in der Luft. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit ich nicht gegen ihn pralle. Aber warte mal, wer hat gerade einen Spielstand gemacht? Ich habe gerade einen Spielstand gemacht. Das ist ja hinterhältig. Ach man, diese kleinen Unwägbarkeiten, ne? Oh. Okay, was mache ich denn hier überhaupt? So recht weiß ich ja auch noch nichts mit mir anzufangen hier. Wie komme ich denn überhaupt dahin? Warte mal. Wie komme ich zum Ziel? Ach so, der Strahl wieder. Ah, oh mein Gott, jetzt geht das hier nochmal rum. Das ist ja toll. Ja, ich musste den Würfel abfangen, um ihn wieder raufzulegen. Wow. Okay. Insofern, da es sowieso ein Move war, der sein musste mit dem Abfangen, werde ich das mal nicht weiter kritisieren, dass ich, wenn ich ihn nicht fange, gegen ihn stoße. Aber das war ja schon absurd ungünstig, ne? Ach, cool. Im Endeffekt doch sehr toll. Und ging schneller als die erste. Ja, Däumchen. Warum auch nicht? So, nächste. Hopscotch. Das könnte jetzt schon auf jeden Fall bei Medium angekommen. Ich glaube, wir sind bei Medium angekommen. Was ja nicht schlimm ist. Weil Medium passt immer noch gut rein. Aber Medium to Hard, da wird es dann langsam schon langwieriger. Ah, die ist noch nicht aktiviert. Alles klar. Coole Mucke. Dann gehen wir mal so hoch. Boing. Oh, ah! Was? Was? Hilfe. Was ist hier passiert? Okay, gar nicht so schlecht. Kann ich hier einen Würfel rufen? Und zwar höchstwahrscheinlich doch den blauen. Passiert da irgendwas? Okay. So ständig will ich hier nicht hoch, aber es wäre ohne Portale möglich. Was soll diese weiße Fläche? Vielleicht muss man da tatsächlich rauskommen, um da hochzukommen. Könnte ich mir ja auch noch vorstellen. Ups, ja, da sind wir. Okay. Den anderen kriege ich. Tja, wenn ich da ein Knöpfchen drücke oder was. Okay, und das sieht eher nach senkrecht hoch aus. Was hilft mir denn der Würfel jetzt? Der macht... Ach so! Ah! Alles klar. Ich sehe schon, worauf es hinausläuft. Der macht das jetzt gerade. Jawohl. Da haben wir immer noch blau und... Bisschen dekadent hier, oder? Mit zweien. Ich nehme die erste mal mit. Vielleicht sorgt die dafür, dass ich irgendwie gerade reinkomme oder so. Ups. Und der nächste Würfel. Und es sieht für mich fast... fast, sage ich. Nicht so aus, als wenn es hier Würfelopferungen geben, geben sollte. Wie funktioniert denn das da hinten? Ich muss da irgendwie hin. Vielleicht, dass ich da raus... Oh. Ach doch. Oh. Oh, jetzt wird es interessant, dass ich da mit Schwung rauskomme und die blaue Farbe nutze und dann darüber springe. Ach du Scheiße. Das würde bedeuten... Also erstmal würde es einen Würfelaustausch... Was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt habe ich den anderen gerufen und zu dem anderen komme ich jetzt wieder so hoch. Genau.
Kompliziert. Ah, was? Ich bin hängen geblieben. Ah, das wollte ich noch gar nicht. Das wäre der nächste Schritt gewesen. Oh, ja, so soll es klappen. Okay. Weil, jetzt haben wir die Möglichkeit, dann läuft es nämlich doch auf ein Würfelopfer hinaus. Und ich denke mal, ich werde einen auch mitnehmen. Das wird dann der blaue sein. Beziehungsweise, nee, alleine kann er den Weg nicht machen. Ich muss ja zur Seite lenken. Oh, so. So, dann lasse ich den allerdings zurück. Die Sache ist die, von hier oben möchte ich jetzt das treffen, ne? Das heißt, einmal da unten auflösen. Da geht's raus. Hier geht's rein. Und einen Würfel nehme ich mit und ich laufe nur runter. Ich mache keinen Extrasprung, könnte ein Fehler sein. Oh, das war ein bisschen oll mit der Decke. Aber bin mir ziemlich sicher, so sollte es sein. Ja, super, hier fahren wir dann am Ende hoch. Heißt es, ich lege mir den bereit? Das wäre ja eine heiße Nummer. Kann ich mir aber irgendwie weniger vorstellen, dass ich den... Oder er liegt drauf und ich greife... Ich weiß nicht, wie ich ihn greifen kann von da drin, ob ich da rankomme oder ob ich ihn... Na, opfern kann ich ihn nicht, weil alles per Knopf funktioniert. Was ist denn das alles? Hier muss man auch noch irgendwie... Was? Oh, was gibt's denn da noch? Hoffentlich ist das nicht nur eine Rettungsoption hier. Huch, wo sind wir denn hier? Hallo? Ach so. Dann kann ich das ja gleich mal testen. Was, wenn er da gelegen hätte? Also ich würde sagen, bisher war es mir nur möglich, mit einem Würfel hier anzukommen. Bin mir ja nicht sicher, ob ich den da greifen kann. Vor allen Dingen, ob ich schnell genug sein kann, wenn ich den fallen lasse. Ah, ich habe eine Idee. Oh nein, nein. Nein, komm schon. Ist da im Übrigen schon der Ausgang und ist er offen? Dann hätte ich natürlich auch noch was umgangen. Das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Weil dann würde ja der Teil fehlen. Okay, ich lege den nochmal ein bisschen näher ran, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn nicht greifen kann. Letzter Versuch. Und selbst wenn das klappt, habe ich es noch nicht gelöst. Eigentlich so, wie ich es gern würde. Nein, also es geht nicht hier durch. Alles klar. Die Frage ist überhaupt... Ja, da kann ich jetzt so Sachen treffen. Die Frage ist überhaupt, was... Wie macht man das am Ende? Ich muss ja praktisch hier draufstehen. Und dann muss irgendwas funktionieren. Ich kann mir Würfelopferungen vorstellen, wo der untere Würfel sich auflöst und... Nee, kann auch nicht sein. Der Würfel muss da hinfallen. Oder muss der... Muss der irgendwie auch springen und hier landen? Weil das ist ja auch so eingelassen. Oh Mann. Okay, dann kann man sich jetzt überlegen. Und es würde dann auch Sinn ergeben, dass es da eine Sprungfeder mehr gibt. Dass man irgendein Timing sich erstellt. Was ich jetzt auch gerade so gar nicht mache. Doch, ich könnte da wieder hoch und den anderen nachholen, ne? Aber dann hätte ich die Verbindung nicht mehr. Was ist denn das für ein Kack? Wie funktioniert denn das hier? Was? Ich habe ja hier noch gar nicht geschaut. Achso, das macht die Sprungfeder. Ja, erstmal da raufkommen. Ach, dass ich jetzt... Okay, ich probiere mal, ob es geht. Könnte auch sein, dass ich hier den Würfel mitnehmen muss. Ah ja, okay, nice. Gut, wenn also hier ein Würfel wäre, dann wäre
wäre am Ende sogar holbar, weil hier die Treppe ist und er würde... Okay, da gäbe es eine ganze Menge Möglichkeiten. Ich glaube, der soll jetzt einfach nur hier hoch. Und... Also irgendwie soll ich sie beide holen. Ich weiß nicht so recht warum, wenn ich ehrlich bin. Ich bringe ihn jetzt mal hoch. Dann kann ich doch den anderen holen, oder? Dann gehe ich da runter. Kann schräg da hoch. Und brauche nicht mehr die blaue Farbe, sondern komme hier hoch. Das sollte klappen. Na, hopp. So. So, hier geht's runter und wieder rauf. Hier geht's runter und wieder rauf. Dann kann ich jetzt meine Portale aufgeben. Für den Moment. So. Jetzt da hoch. Ups, man kommt immer anders raus, als man denkt. Upsa. So, jetzt... hole ich den nach und bin mir noch nicht im Klaren über den End-Move. Achso, jetzt kann ich ja mal gucken. Ja, doch, es passt, ne? Huch. Ist ja fast, als wenn man da oben durchsneakt. So, okay. Jetzt ist die große Frage... Oh. Oh. Ich glaube, ich schaffe mir hier ein richtiges Timing. Krasse Sache. Und zwar, der eine Würfel, das ist aber eine tolle Idee, der eine Würfel liegt da unten die ganze Zeit bereit, auf der inaktiven Sprungfeder. Der andere Würfel macht jetzt irgendwelche Wege, bis er am Ende da hochkommt. Und das kann ja eigentlich nur diese Nummer sein, dass er hoffentlich erst auf der Sprungfeder landet, aber das kann ich doch nicht ablaufen in der Zwischenzeit. Das ist dann wieder... Da hätte ich jetzt auch gern wieder ein Nullportal, aber... Oh. Oh. Da fällt mir ja noch was ein. Auweia. Krasse Nummer, ehrlich gesagt. Dann würde... ein Würfel doch da hinten... Nee, geht, das geht auch wieder nicht. Ich habe gerade überlegt, dass er irgendwo liegen muss, wo ich... Oder muss ich von da drin schießen? Ich muss von da drin schießen. Boah, das wird aber super schwer. Also ich erkläre es schon mal. Ein Würfel liegt auf der inaktiven Sprungfeder. Der andere liegt irgendwie bereit, dass ich ihn da rauslassen kann. Und wenn er dann unten angekommen ist, schieße ich um und lasse ihn da hochfliegen. Aber dass der da rauskommt, dafür muss er wieder auf einer Bodenfläche liegen. So, und eine Bodenfläche wäre... Stimmt, das spielt ja erst am Ende eine Rolle. Ja, okay. Aber ich habe das Problem. Wie platziere ich den jetzt? Und welchen platziere ich? Also Bodenfläche wäre da. Das würde ich per... Nullportal hinterlassen. Das geht wieder. Das geht schon wieder nicht so richtig. Scheiße, ich kann doch hier nicht noch nach dem Knopf irgendwie Ausschau halten. Mist. Ich habe das meiste davon erkannt, würde ich behaupten. Wie schaffe ich es, den Würfel da reinfallen zu lassen? Und welchen? Also, ich habe... Ja, ich bring ihn einfach nochmal hoch jetzt erstmal. Moment. Oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also jetzt könnte ich... Jetzt könnte ich das Portal vorbereiten, aber was hilft's? Also ich komme jetzt wieder zurück. Oh.
mehr zurück, als mir lieb ist. Oh, ich kann sogar gegensteuern. Kann ich zwar das Portal vorbereiten. So, und kann es auch zum... Ach so, Moment. Jetzt hätte ich einfach die Verbindung mal machen können, ne? Aber dann habe ich wieder das Problem, wenn ich es zum Nullportal mache. Ach nee. Oh Gott, ist das wieder mühsam. Da steckt ganz schön was hinter. So, jetzt haben wir die Verbindung. Also. Oh. Oh. Jetzt gehe ich da raus. Ich glaube, Farmbly hat auch so langsam Gefallen am Nullportal gefunden. Warte mal, jetzt muss da ein blau... Ich komme wieder zurück, ja. Muss da ein blaues hin, was ich kurz wegmache. Dann haben wir das Nullportal. Wenn das die Lösung ist, dann ist das schon echt fortgeschritten. Das muss man erstmal kennen. So, jetzt liegt der nämlich hier bereit. Jetzt muss ich da aber hoch und den... nehmen. Ja doch, na klar. Und der kommt dann auf die Sprung... Oh Mann. Der kommt dann auf die Sprungfeder. Huiuiui. So müsste es klappen. So, der ist jetzt hier nicht mehr wichtig. Demzufolge ist es auch ziemlich egal, welche Würfel man nimmt. Das hat jetzt nichts mehr mit Opferungen zu tun. Jetzt fliegen sie nur noch durch die Gegend, sage ich mal. Der eine liegt bereit. Oh je, hoffentlich... der dann richtig. Sollte doch passen, oder? So, also da, Würfel auf Nullportal. Jetzt den Würfel da rausplumpsen lassen. Dann kommt er erst auf die vordere Sprungfeder, wo er dann vom Timing her einen leichten Hüpfer macht, damit ich das hier noch umschießen kann. Also, da ist orangenes Portal. Blaues Portal einmal da. Da kommt er raus und da geht er auch wieder rein und kommt da aus dem Orangenen wieder raus. Springt dahin. Aktiviert mir die Sprungfeder. Der andere Würfel kommt. Also genug Zeit habe ich. Und das fährt mich hoch. Das ist schon nice. So, da hüpft er. Da kommt er. Jetzt kommt der andere. Ist das geil. Das ist ja eine tolle Lösung. Also das muss auf jeden Fall den Daumen bekommen. Ja, das war ein super schönes Ende. Vor allen Dingen schön zum Gucken. Jetzt weiß ich nicht, was Hopscotch heißt, ob das eine Bedeutung hat. Aber ich würde sonst auf sowas wie Jonglieren tippen. Aber Jonglieren heißt to juggle. Dann gibt es auch etliche Maps. Beziehungsweise den Begriff Cube Juggle gibt es ja bei Portal auch. Ja, Hopscotch beschreibt es bestimmt auch ganz gut, was da gerade passiert ist. Oder vielleicht ist es nur irgendwie sowas umgangssprachliches wie Hüppeldi-Hüpf oder sowas. Keine Ahnung. Aber die war toll, also was man da am Ende beobachten kann. Aber sehr tricky, sehr tricky. Also das mit dem Nullportal. Ich gucke jetzt auch nochmal ein bisschen in die Walkthrough-Videos, wenn es sie denn gibt. Weil ich musste ganz schön überlegen in dieser Folge. Das war ein holpriger Start, allein schon mit der ersten Kammer. Cool waren sie am Ende alle, aber doch ein bisschen so um die Ecke und etwas doch, ja, schon ungewöhnlich. Auch für Farmbly ungewöhnlich, weil sie macht ja immer sehr saubere Lösungen. Und da musste man schon echt aufpassen bei einigen Sachen. Ich bleib jetzt mal ein bisschen unter einer Stunde noch was ranhängen, hätte heute keinen Sinn. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dahin. Tschüss.